Servus Leute, willkommen zurück zu Let's Play Half-Life Opposing Force bei Part 12 und 13. Und, ach komm, ich sag's jetzt einfach nicht, jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Und wir werden jetzt hier nochmal den Raum erkunden. Weil hier waren wir noch nicht ganz fertig. Genau. Können wir noch ein paar gute Sachen abgreifen. In schöner schwäbischer Art. Und ich glaube, das war's schon. Stoppschild ist jetzt ja nicht so relevant hier. Oh, Parkplatz für Behinderte. Muss ich mir merken, auf jeden Fall. Man weiß ja nicht, wann man hier mal zurück nach Black Mesa kommt, weil dieser Bezirk wird ja auf keinen Fall, hier, keine Ahnung, irgendwie platt gemacht. Da muss man sich natürlich die Behindertenparkplätze merken. Und was war da? Eine offene Tür? Das bedeutet eigentlich Munition. Oder auch nicht. Gut, dann gehen wir jetzt zurück. Und holen uns unser Zeug. Unser Tribut. Wir müssen uns noch an den Black Ops rächen. Weil immerhin haben die paar Leute hier getötet, das nicht ganz rechtens war. So. Hallöchen. Hier waren wir, glaub ich schon. Jetzt ist neu. Ich glaube, hier habe ich doch irgendwas gesehen. Hallo? Uhu. Hier irgendwas. Hört ihr das auch? Ne, das ist draußen. Da fährt gerade ein Auto. Ach, das könnt ihr gar nicht hören. Oh, da steht schon einer. Ich kann ja eh nicht durch Gitter schieben. Er hat nichts gehört. Ja, das passiert halt, wenn man halt seine Waffe vertauscht. Genau. Da ist nämlich Rechtsklick nicht schießen, sondern Rotpunkt. Ah! Tja. Nein. Das war aber knapp, du. Waren das schon alle? Das war mal wieder eine Reaktion von mir. Oh, ich habe ja wieder... Das gefällt mir. Ich glaube zum ersten Mal, dass ich Munition für die Waffe hier habe. Auf 6. Okay, hier ist nix. Aber irgendwie fühle ich mich noch nicht so sicher. Nee, stimmt nicht. Ich habe schon mit der geschossen. Jetzt fällt es mir wieder ein, wo ich so versagt habe im letzten Part. So. Meistens, meistens schicken die ja einem Munition gleich mit. Woo! Haben wir noch was? Oh. Ist ja jetzt was schon. Oh. Und schon wieder Behindertenparkplätze, du. Sag mal, irgendein reicht's. Was war das? What? Lol. Wow. Konsole. Ich hab grad irgendwie... Hä? Wo geht denn das? Nee. Egal. Irgendwie habe ich gerade die Konsole geöffnet. Oh. Doch noch was übersehen. Ah, ich glaube. Ja, doch. Autoreifen? Nee. Okay. Los geht's. Oh, dich habe ich noch gar nicht gesehen. Bist du übergeschnappt? Ich mach die Tür erst auf, wenn jemand die Bombe entschärft. Welche Bombe? Welche Bombe? Wie geht's da weiter? Vorsicht mit dem Ding. Eine falsche Bewegung und die ganze Anlage ist Vergangenheit. Hab alles unter Kontrolle. Halt einfach die Augen offen. Wir laufen immer noch ein paar Ziele rum. Okay. Dann würde ich sagen, wir testen mal unsere Waffe. Klar, warum... Der duckt sich immer im richtigen Moment, ey. The fuck, die geht jetzt aber nicht hoch. Bombe? Also, das ist mir nicht ganz geheuer. Manual instructions for a Mark 4 thermonuclear. Okay, ein thermonuklearischer eine thermonuklearische Bombe. Okay, Step 1. Okay, irgendwas muss man auf 11 stellen. Press Button. Ha! Da hat doch glatt Adrian Shepard einen nuklearen Anschlag auf die Amerikaner vereitelt. Ne, ich konnte es jetzt einfach nicht lesen, was da steht. Ich nehme mal meine Waffe. So.
Indisposed. Was? Was soll denn das heißen? GL, A, V und dann MR oder was? Kann ich einfach nicht lesen ohne Scheiß. Okay, da geht auf jeden Fall nix. Ich weiß nicht, wie ihr alle Verrückten denkt. Ihr wollt doch lieber einen Nuklearpilz hier sehen. Ich war jetzt gerade nur überrascht. So, jetzt hier. Los. Oh Mann, das war knapp. Nix wie rein hier. Das kann ich mich echt nochmal Um erinnern. hier rauszukommen, wird nicht einfach sein. Der Atombombe. Der einzige Weg nach draußen führt die Lagerhalle auf Level 4. Aber da sieht's übel aus. Okay. Die Black Ops hatten da einen Testraum, bis die Aliens reingekommen sind. Falls du es schaffst, da durchzukommen, musst du uns unbedingt hier abholen. Okay. Wollen wir dann sehen. Vielleicht komme ich, vielleicht noch nicht. G-Man, was soll das? Der bastelt einfach an der Bombe rum. Chocolate. Klar, der hat die Tür zugemacht. G-Man, nein, tu es nicht. Blöder G-Man. Ich würde ja lachen, wenn er jetzt wegfahren würde, aber macht er nicht. Wie geil, ey. Richtig geil. Okay, es geht weiter. Ich kann mich aber gar nicht mehr daran erinnern, dass das so blieb. Ich dachte immer, der verpisst sich immer ganz schnell. Und tut so, als wäre man nie da gewesen. Und ich habe mit G-Man nie gesprochen persönlich. Das heißt, ich kann ja gar nicht wissen, wer das ist. Freeman weiß es ja so grob. Der kennt ihn ja jetzt. Egal, komm. Es geht los. Oh Gott, hier geht wieder die Action ab. Ich weiß nur nicht, wo wir jetzt hier entlang kommen. Weltuntergang. Okay. Für schlechte Zeiten des MG. So, ich weiß eh, was hier abgeht. Vielleicht rennt da eh wieder einer rum. Das ist voll cool, wenn es eine sehen. Das ist voll witzig. Natürlich. Okay. Nein, ich bin nicht da. Ich bin nicht da! Okay, wo ist mein Shotgun? Ach, egal. Was? Kommt doch her! Nein. Und ihr auch! Boah, den siehst du gar nicht. Da rennt noch einer. Okay, komm her. Komm her! Es war keine Zeit, dass ich noch kein bisschen Leben verloren habe. So, wo ist der Nächste? Du mit deiner schallgedämpften Waffe! Jetzt habe ich aber Leben verloren. Das machen wir nochmal. Ja, komm, komm, komm. Ich echt schnell. Ich sag's dir, es gibt nichts Schlimmeres, als die rumrennen zu hören. Boah, ey. Ey, das ist echt krass. Krass, wie gut die ist. Fahr nochmal hoch. Ich muss mir erst eine Strategie überlegen, wie ich die fertig mache. Ja, auf einmal hat das Ding keinen Sound mehr. Und, oh, das ist ja ein geiler Bug. Hoch und runter fahren, zack. Und der steht immer noch da rum. Okay. Ich hab das, aber mit... Ich sehe die ja fast nicht. Da lade ich mal nach. Okay, eigentlich so ein Atom. Also so ein... Und jetzt habe ich ja Raketen davor. Komm, wir machen's mit dem Raketenwerfer. Aber bitte ohne Rotpunkt. Naja, das hat einen Bug. Mir ist ja egal. Ich wette, die steht jetzt irgendwo rum. Wo kann die sein? Ich bin jetzt gerade ein bisschen leise, weil...
Ich will es ja laufen. Boah, habt ihr das gesehen? Boah, ey. Und wie? Und das müssen wir uns Zeitlupe nochmal anschauen. Durch mein Zucken. Nein. Wo ist er jetzt? Oh. Durch mein Zucken hat es vielleicht die Rakete weggelenkt. Das war ja abartig. Wie es so im Kreis geflogen ist. Ah, ja, das war echt schön, ey. Vor allem, weißt du, und wisst ihr, ich guck halt rum und ich will halt nur so in die Ferne schauen, zack, da steht's, ey. Oh, ey. Da geht ja schon, da geht ja schon was ab, ey. Da geht die Pumpe. Boah, ey, das ist ja auch wieder hier. Okay, genau, deswegen speichere ich oft. Okay. Ich muss gerade mal schauen. Ich weiß schon, dass er da steht. Ich will nur... Ah, Gott. Sag goodbye. No. Jetzt aber. Komm nochmal zur Sicherheit. Nein. Ja, es hat ausgereicht. Boah, ey. Verdammte Axt. Komm mal echt von überall her. Ah, der stand da also. Oh. Granate, ja. Gut gesehen, wie immer. Ja, ja. Aber die sind mir immer noch lieber als die schnellen da, die so rumspringen. Da weiß ich noch in Half-Life 1, da gab es ja auch bei so eine Aktion. Oh, Revolver-Munition, den ich noch nicht hab. Doch, den hab. Oh, shit. Wo seid ihr? Da war noch einer. Ah, ah, ah. Was, die kann man zerstören? Entscheidend Nummer. Da kann man ja schön was drauf machen. Smiley. Na komm. Nein, Mann. Das streut es ja. Guckt euch das mal an. Sicher. Da kann ich ja auch nur grob schießen. Ach, da ist die Grenze. Okay, dann. Na, ich hab schon schönere Smileys hinbekommen. Aber wie will man da auch schießen? Hier sind sie eh wieder. Weiß es doch. Geht's nach hoch? Ja, komm. Ich bin doch so ein Half-Life-Profi, da komme ich hoch. Anscheinend doch nicht. Gut, aber ich kann es immer nicht zerstören. Oh. Ne, die gehen nicht kaputt. Was? Das war's schon. Wie lame. Ich muss, glaube ich, hier drauf springen. Aha. Ah, deine Granate bringt ja auch nichts. Nicht in diesem Leben. Und nicht, wenn ich dein Feind bin. Hä? Wo ist der hin? Will der mich jetzt verarschen? Der steht hier echt irgendwo. Oh, da ist er. So, tot. Ich hätte echt ganz so eine Übersicht, wie viele Feinde noch da wären. Weil ich hasse halt einfach überrascht zu werden. Ah ja. Ich dachte, ich müsste da nach oben. Aber man kann ja nicht auf die Container springen. Leider. Ja, ich will jetzt nur nicht wieder hier in die Todesfalle rennen. Genau, da. Komm. Ach Mann. Zum Glück könnt ihr nicht springen. Aber Granaten könntest du werfen. Aber ich habe auch Granaten. Granaten werfen! Juhu! Ja, das kann ich besser. So. Lösch mich gleich durch. Und dann schieße ich. So. Jetzt hat er aber trotzdem einen gewarnt. Dann kommt schon die erste Granate und grast.
Ach, verdammt. Ich will kein Leben verlieren. Ganz einfach. Komm, komm, da. Wuhu. Na, komm her. Ach, komm. Ah, tot ist er. Meine Güte, ey. So, zack, zack. Und Leute, das war's. Man sieht sich.